Hallo Leute, heute begeben wir uns bei Best of Boos mal ins Land der Superdelikatessen. Kaviar. Ja, wunderschönen guten Tag. Heute geht es mal um eine Delikatesse, die man nicht jeden Tag zu essen bekommt und über die es auch jede Menge Missverständnisse gibt, mit denen ich heute ein wenig aufräumen möchte. Ich habe mir zwar vorgenommen, in 10 Minuten möglichst viel Wissen zu verbreiten, aber ich habe es bisher noch nie geschafft. Deswegen rede ich heute auch wieder ein bisschen schneller und Sie haben ja die Möglichkeit, wenn Sie irgendwas nicht ganz genau verstanden haben, diese Sendung nochmal zu wiederholen. Dafür ist YouTube ja da. Okay, es geht heute um Kaviar. Jeder Fisch, der sich unter Wasser vermehrt, erzeugt Rogen und die meisten dieser Rogen sind durchaus essbar und sind auch durchaus gesund. Aber es gibt nur einen einzigen Fisch, der einen Superrogen erzeugt und das ist der Stör. Und dieser Stör war eigentlich viele Jahre oder Jahrzehnte lang im Kaspischen Meer beheimatet und das Kaspische Meer, das zwischen Aserbaidschan, Astrachan, Kasachstan, Russland, Turkmenistan und Iran liegt, ist riesengroß. Es ist wirklich riesengroß und es ist kein Süßwassersee, wie man vielleicht annehmen könnte, sondern es ist etwa wie die Ostsee mit 1,5% Salzgehalt, sowas ähnliches wie ein Binnensalzwassersee. Und aus diesem Meer kamen drei Kaviar-Sorten oder drei Störsorten, die Kaviar produziert haben. Diese drei Störsorten hießen Beluga, Osietra, Sefruga, B-O-S. Konnte ich mir immer gut merken, weil das zufällig auch mein Name ist. Und aus diesen drei Störsorten hat man drei Sorten Kaviar gemacht. Und diese drei Sorten Kaviar sind überall in der ganzen Welt als Superdelikatesse verehrt und gegessen worden. Bis im Jahr 1998 dieser Stör so überfischt war, dass der Washingtoner Artenschutz ihn unter Artenschutz gestellt hat. Also die Washingtoner Artenschutzgesellschaft hat ihn unter Artenschutz gestellt. Und danach wurde der Stör 10 Jahre lang nur in sehr geringen Kontingenten verkauft. Also es gab jedes Jahr ein kleines Kontingent an Stören, die gefangen werden durften. Und das endete allerdings 2008 mit dem totalen Stopp. Also seit 2008 dürfen in der Natur keine Störe mehr gefangen und getötet werden oder verarbeitet werden und natürlich auch kein Kaviar. Es gibt zwar eine Mär, dass man Kaviar aus lebenden Fischen entnehmen kann und die Fische hinterher wieder frei laufen lassen kann. Das ist allerdings, wie gesagt, ein Märchen. Das funktioniert nicht, sondern das funktioniert nur mit den Eiern im Stör, die ovulierbar sind, also die quasi zur Befruchtung präpariert sind. Die wiederum kann man allerdings nicht essen. Zumindest nicht so, wie sie sind, sondern die müssen behandelt werden. Und bei der Behandlung passiert Folgendes. Das ist also aus einem weichgekochten Ei wird ein hartgekochtes Ei. Und das will keiner haben, zumindest nicht für teuer Geld. Deswegen muss man auch nach dem Gesetz, darf man den Kaviar nur von getöteten Fischen entnehmen. Und darum gibt es keinen Kaviar aus Wildfang mehr seit über 12 Jahren. Der Kaviarmarkt ist allerdings sehr groß. Also im Jahre 1900 war die Menge des produzierten Kaviar etwa 1000 Tonnen, was etwa 1 Million Kilo ist pro Jahr. Und dieser Schnitt ist dann mit der Zeit immer etwas geringer geworden. Aber 1000 Tonnen ist auf jeden Fall eine Hausnummer, die pro Jahr abzusetzen ist. Dafür gibt es also genug Kunden. Der Kaviar, der heute im Handel ist, kommt aus Aquakultur. Aquakultur ist entweder ein See oder ein Teich, der jemandem gehört und da drinnen werden die Tiere gezüchtet. Oder es ist eine Indoor-Anlage, die man sich ungefähr so vorstellen muss, je nach Größe, wie eine Reihe nebeneinander liegender Schwimmbecken, so 25 Meter Becken, in denen die Störe in ihren verschiedenen Altersklassen gehältert werden, bis hin zu den kleineren Becken, wo halt die ganz, ganz kleinen Störe gehalten werden. Und das, damit kommen wir auch zu diesem, sage ich mal, größten
Irrtum oder auch dem größten Mythos des Kaviar, nämlich der Preis. Der Preis von Kaviar ist pro Kilo relativ hoch. Egal wie man es nimmt, wenn der Kaviar vom Stör ist, ist er relativ hoch. Aber er ist viel niedriger, als die meisten Leute sich das vorstellen, weil in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es noch eine große Menge von Kaviar. Und in der Zeit musste natürlich auch eine große Menge Kaviar verkauft werden. Deswegen war der Preis relativ günstig. Um das mal in Portionen umzurechnen, im Jahr 1990 hat eine Vorspeise mit 10 Gramm Kaviar in einem Restaurant etwa 20 Mark gekostet. In derselben Zeit hat aber ein Shrimps-Cocktail 16 Mark gekostet und ein Vorspeisensalat 9 Mark. Also es war in dem Bereich aller Vorspeisen, waren auch die Vorspeisen mit Kaviar, was dazu geführt hat, dass jeder dritte Gang war ein Kaviar-Gang. Das waren also Unmengen von Kaviar. Und das waren hier die Dosen mit 1,7 Kilo, die die Restaurants damals normalerweise gekauft haben, weil eben einfach so viel Durchlauf war. Als der Kaviar dann knapp wurde und dadurch auch natürlich immer teurer, wurden die Mengen des gehandelten Kaviars immer weniger. Also im Jahre 2004 waren es noch 10 Tonnen von ursprünglich mal 1000 Tonnen, also noch 1%. Aber der Preis für ein Kilo Kaviar war so hoch, dass dieselbe Vorspeise, die also 1990 noch 20 Mark gekostet hat, sprich 10 Euro, hat 100 Euro gekostet. Und irgendwo ist natürlich bei jedem die Klappe zu und er sagt, also das mache ich nicht mehr mit. Und damit ist auch der Umsatz von Kaviar quasi auf null runtergegangen, also auf 0,5% oder 1% des normalen Umsatzes. Mit dem reinen Verbot von wild gefangenem Stör ist allerdings auf der anderen Hand die Menge der Aquakulturen in die Höhe gegangen. Es gab also 2000 schon die ersten Aquakulturen, die produziert haben. Und 2010 gab es schon 30 oder 40. Und heute gibt es an die 100 verschiedenen Aquakulturfirmen, die also ihren eigenen Störkaviar produzieren. Und die Menge des Kaviars, der heute produziert wird, liegt irgendwo zwischen 200 und 300 Tonnen. Das heißt also, wir nähern uns schon wieder dem Allzeithoch. Und das werden wir auch bestimmt irgendwann erreichen. Allerdings ist die Problematik beim Kaviar, dass der Preis nicht das Mittelding zwischen Angebot und Nachfrage ist, sondern hier kommt ein erschwerender Faktor hinzu und das sind die Produktionskosten. Um einen Stör zu züchten, bis er Kaviar produziert, das dauert indoor etwa 6 Jahre, outdoor etwa 10 Jahre, je nach Rasse. Also es gibt auch Rassen, die 20 Jahre brauchen und es gibt auch Rassen, die schon nach 5 Jahren tragen, aber so im Schnitt 5 bis 7 Jahre muss man so einen Stör indoor füttern, bis er Kaviar gibt. Und jetzt stellen Sie sich die Batterien von Schwimmbecken vor, die man beheizen muss, die Futtermenge, die man über Jahre gibt. Das heißt, irgendwann erntet man zwar den Kaviar, aber der hat natürlich gewisse Produktionskosten, die auch nicht günstiger werden, da die Futtermittel für Kaviar im Preis nicht sinken, sondern eigentlich eher steigen, genau wie die Energiekosten. Und deswegen geht man davon aus, dass man den Preis von heute nicht mehr wesentlich unterbieten kann. Wir sind also heute etwa in der Situation, dass der günstigste Kaviar produziert wird, der je produziert werden wird. Und dummerweise sind aber in den Köpfen vieler Endverbraucher, vieler Gourmets, aber auch vieler Gastronomen noch die Preise von 2004 und 2005, die 3, 4 oder 5 Mal so hoch waren wie heute. Und man macht immer noch den gravierenden Fehler, und das geht jetzt an die Gastronomen, dass man nicht normal kalkuliert, wie man es in der Gastronomie macht, dass man den Einkaufspreis mal Faktor X gleich Verkaufspreis nimmt, weil danach würde dann eben die Portion Kaviar heute 19 Euro inklusive Beilagen als Vorspeise kosten, sondern man kalkuliert mit Preisen, die man noch im Kopf hat oder die man im Gefühl hat, und verkauft dann eine Vorspeise mit Kaviar für 39 oder 49 Euro. Und wir unterscheiden hier bei Gastronomen in genau 2 Gruppen von Kunden. Die einen Kunden kaufen sehr viel Kaviar, und zwar sehr viel Kaviar jeden Tag,
und die anderen kaufen sehr wenig Kaviar und ganz selten. Und der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist genau dieser, dass die einen kalkulieren den Einkaufspreis mal Faktor X und die anderen nehmen Preise, die sagen also, ah, für Kaviar muss ich viel Geld verlangen, um auch zu unterstreichen, dass es ein luxuriöses Produkt ist. Ist ein Fehler, ist ein großer Fehler. Für Endverbraucher ist es jetzt weniger dramatisch. Für die ist es so, dass man braucht für eine kleine Vorspeise etwa 10 Gramm Kaviar und man braucht für ein Abendessen nie mehr als 50 Gramm Kaviar. Also das ist schon, es ist wirklich schon schwierig mit zwei Personen eine 125 Gramm Dose oder mit vier Personen eine 250 Gramm Dose aufzuessen. Und deswegen ist Kaviar quasi, man rechnet in Gramm. Ne? Wenn Sie jetzt sagen, okay, wie viel kostet denn so ein Gramm Kaviar etwa? Also ein Endverbraucher in einem ordentlichen Geschäft zahlt etwa ein Euro pro Gramm. Das heißt also, Sie müssen 10 Gramm für eine Vorspeise oder 25 Gramm für einen üppigen Gang pro Person rechnen. Und ich finde, das ist diese Sache extrem wert. Denn Kaviar ist ja, wie gesagt, ein wertiges Lebensmittel. Und ich gehe jetzt mal kurz auf diese Störarten rein. Also damals im Kaspischen Meer gab es eigentlich nur drei Störarten. In der Aquakultur war es etwas einfacher und man hat sich auf mehrere Störrassen konzentriert. Dabei kam in erster Linie ein Stör, der im Kaspischen Meer zwar nicht heimisch war, aber einem anderen sehr ähnlich war. Es ist der sibirische Stör Acipensa baeri. Er wird also Baeri genannt oder sibirischer Stör und ist eigentlich der Liebling aller Farmen. Deswegen, weil so ein Stör hört ja niemals auf zu wachsen. Also ein Babystör ist so klein und bis er 50 oder 100 Jahre alt wird, wächst er weiter und wird natürlich astronomisch groß. Beluga-Störe zum Beispiel bis 1000 Kilo, deswegen vielleicht auch der Vorname Beluga. Osietra-Störe etwa bis 120 Kilo, 130 Kilo und die kleinen Sefruga-Störe ungefähr 15 Kilo. Das Problem bei den wilden Stören ist, dass der Rogen, der Durchmesser des Rogen, also des Eis, ist abhängig vom Durchmesser oder der Größe des Fisches. Größere Fische haben größeren Rogen, kleinere Fische haben kleineren Rogen und der Feinschmecker mag gerne großen Rogen. Beim Baeri-Stör ist es etwas anders. Der Stör ist an sich sehr klein, etwa 15 Kilo, wenn er so weit ist, dass er Kaviar produzieren kann. Und der Rogen ist aber wesentlich größer, als man bei so einem kleinen Stör vermuten würde. Deswegen lieben die Produzenten von Aquakulturstör den Baeri. Und der ist auch sicherlich heute der meist verkaufteste Kaviar, den es vom Stör gibt. Und dieser Baeri-Kaviar, ich mache jetzt mal eine Dose auf, ist ein eher dunkelfarbiger Kaviar. Also die meisten Leute assoziieren Kaviar ja mit der Farbe Schwarz, aber Schwarz ist gar nicht so häufig in der Natur, sondern wenn man genau hinguckt, dann ist es eher etwas stahlfarben oder bräunlich, oliv. Das ist so eine Naturfarben bei fast allen Störsorten. Das geht von ganz hell bis ganz dunkel. Bei diesem Baeri kann man auch sehen, er hat einen sehr, sehr schönen Spiegel. Spiegel heißt, wenn die Oberfläche glänzt, wenn man also das so gegen das Licht hält und die Oberfläche glänzt. Und dieser Baeri hat also einen Korndurchmesser von etwa 2,4 Millimetern. Es gibt diesen selben Kaviar zweimal. Und zwar bei dieser Dose, man sieht es an dem grünen Bändel, steht ohne Konservierungsstoffe drauf. Und das ist ein entscheidender Punkt beim Kaviar. Wenn man Kaviar in der Natur fängt, also im Kaspischen Meer zum Beispiel, ist man den Jahreszeiten unterlegen. Und also in das Wasser kalt ist, wächst der Stör nicht mehr. Und wenn das Wasser warm ist, wächst er und wird älter. Aber aus diesem Grund gibt es nur zwei Zeiten im Jahr, in denen man den Kaviar produzieren kann. Ich zeige jetzt auch mal diesen hier kurz in die Kamera. Der ist etwa gleich, sieht aber nicht ganz so schön aus. Er sieht so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ganz bisschen verklebter aus, als wenn die Perlen nicht so separat sind, sondern etwas verklebter.
Wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf den Naturstör, auf den Wildstör, dann hat man zwei Zeiten, einmal im Frühjahr und einmal im späten Herbst, in der man den Kaviar entnehmen kann. Und wenn man ihn nur mit Salz konserviert, was die beste Art und Weise der Konservierung ist, dann hält er nur ungefähr 8 bis 12 Wochen. Und man braucht aber eine viel längere Zeit zwischen den beiden Fangperioden, also 6 Monate. Deswegen gibt es seit ewigen Zeiten ein Konservierungsmittel namens Borax. Dieses Konservierungsmittel ist für Kaviar zugelassen und hat sehr, sehr viele Vorteile. Zum einen ist der Vorteil, dieser Kaviar hält wesentlich länger. Zum anderen hat es den Vorteil, es schönt den Kaviar. Er sieht schöner aus mit Borax. Und zum dritten hat es, da Borax eine Säure ist, einen geschmacklichen Effekt. Das heißt also, alle mit Konservierungsstoffe haltbar gemachten Kaviars haben auch ein bisschen Fruchtigkeit, ein bisschen Säure. Das muss jetzt nicht positiv sein, kann aber positiv sein, weil ich frage immer wieder meine Kunden, was sie bevorzugen. Und es gibt einige Kunden, die reine Salzware, also den Kaviar ohne Konservierungsstoffe, bevorzugen. Aber es gibt auch einige Kunden, die die Salzware lieben, die Boraxware lieben und sagen, es schmeckt mir besser, es ist komplexer, es erreicht mehr Punkte auf meiner Zunge. Und ich selber bin da relativ neutral, was diese Sache angeht. Und jetzt mal ein kleiner Kursus, wie man Kaviar probiert. Sehr, sehr wichtig. Sie müssen an Ihrer Hand riechen, sich den Geruch genau merken und dann eine nicht zu kleine Nocke Kaviar nehmen und die auf den Handrücken legen. Und diese Nocke Kaviar müssen Sie jetzt in den Mund nehmen. Jetzt kann ich dabei nicht sprechen, sondern Sie müssen den Kaviar auf die Zunge legen und an den Gaumen drücken. Den Druck, den Sie dazu brauchen, bis Sie die Perlen zum Platzen bringen, muss extrem gering sein, quasi nicht vorhanden sein. Dennoch müssen Sie die Perlen spüren. Dann ist der Kaviar erstmal gut. Und dieser ist, würde ich sagen, perfekt. Wenn Sie jetzt nochmal an der Hand riechen, muss die Hand genauso riechen wie vorher. Die darf also nicht nach Fisch oder nach irgendwas anderes riechen. Und dann ist der Kaviar frisch. Also das war jetzt perfekt. Ich habe jetzt die Boraxware probiert. Und jetzt probiere ich die Salzware hinterher. Den Geruch habe ich noch im Kopf. Und es ist eine Differenz, die allerdings, ich sage es immer, es sind Nuancen. Jetzt sind beide Dosen taufrisch. Das heißt also, die könnte ich auch noch nächsten Monat und auch noch beide übernächsten Monat essen. Nur dann würde sich der Unterschied schon erkennbar machen, weil der mit Borax würde in 2 Monaten eher besser oder genauso gut sein, während der ohne Borax in 2 Monaten schon am Ende seiner Leistungsfähigkeit ist und dann auch das Ende seines MHDs erreicht und gegessen werden sollte. So, der Bayerischstör, wie gesagt, ein würziger Kaviar. Beide Kaviars vom Bayeri sind würzig. Und damit kommen wir zu einem weiteren Missverständnis in Bezug auf Kaviar, den sowohl die Gourmets als auch die Gastronomen liegen. Das ist, welchen Kaviar zu welchem Rezept. Augenblicklich ist es so, dass die meisten Kaviar-Kunden, egal ob Profis oder Amateure, eine On-Off-Beziehung haben. Das heißt, sie kaufen Kaviar oder sie kaufen keinen Kaviar. Wenn Sie sich für einen Kaviar entschieden haben, dann geht es meistens weniger um die Sorte als um die Größe, die Lieferfähigkeit, den Preis und so weiter. Man macht sich keine Gedanken so sehr um die Sorte. Die ist aber extrem wichtig. Wir haben jetzt hier beim Beri eine Sorte des würzigen Kaviars. Dieser Kaviar ist, wenn man ihn pur isst, sehr, 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 sehr präsent. Wenn man jetzt das macht, was man mit Kaviar normalerweise macht, man nimmt also ein bisschen Toastbrot oder ein bisschen Blinis oder ein bisschen neue Kartoffeln oder so und streicht da einen Tacken Creme Fraiche drauf. Wir haben jetzt hier, das ist eine sehr, sehr feste Creme Fraiche, weil ich die noch nicht gerührt habe.
Und es ist eine sehr, sehr gute Crème Fraîche. Die heißt Crème Épaisse und kommt aus Nordfrankreich und hat einen Fettgehalt von 39, irgendwas Prozent. Und ich gucke nochmal genau, also sollten Sie sich merken, ist das Beste, was es an Crème Fraîche auf dem Markt überhaupt gibt. Und wenn Kaviar, dann auch mit der besten Crème Fraîche. Wenn Sie jetzt also diese Mischung aus Brot und Crème Fraîche haben und Sie essen die pur, dann schmecken Sie viel. Es ist nicht so, dass Sie nichts schmecken, sondern oder dass es neutral ist, sondern Sie haben zwei sehr gehaltvolle Beilagen. Wenn Sie da jetzt einen kleinen Tucken Kaviar oben drauf machen und das zusammen essen, dann haben Sie ein Geschmacksbild von etwa 30% Brot, 30% Crème Fraîche, 30% Kaviar. Dann kommt der Kauvorgang und diese Kombination ist so ausgewogen, wie man es beim Food Pairing oder beim Wine Pairing immer wünscht. Man wünscht sich immer eine Ausgewogenheit. Man merkt genau alle drei Komponenten. Und damit kommen wir zum nächsten Kaviar. Der nächste Kaviar ist der Osietra Kaviar. Osietra ist einer der Störe aus dem Kaspischen Meer, der bekannteren Störsorten. Wo habe ich den? Da. Und gilt bei den Feinschmeckern als quasi, das ist der Nussige unter den Kaviar, sagt man. Und der Osietra ist viel milder als der Bayeri-Stör. Und dieses Mildere, also das Korn ist auch größer, muss man jetzt mal gestehen. Dieser mildere Kaviar, der ist von der Anwendung her eher zum Puressen gedacht. Das heißt also, wenn man jetzt keine gehaltvollen Beilagen hat, sondern nur einfach mal einen Löffel Kaviar essen will oder sich mit seiner Freundin teilen möchte, dann ist der genau der Richtige. Der ist pur super. Der ist mild und nussig und perfekt. Wenn man jetzt, ich habe jetzt hier übrigens den mit Konservierungsstoffen und jetzt denselben gibt es natürlich auch wieder ohne Konservierungsstoffe. Muss ich selber mal dagegen probieren. Sieht ja schon sehr fein hier bei mir am Tisch aus. So. Und da sieht man jetzt schon mal eine Folge des fehlenden Borax. Weil, wie gesagt, bei diesem großperligen Kaviar ist es noch sichtbarer als beim feinperligen Kaviar. Da sind die einzelnen Perlen schon, ich sag jetzt mal so, leicht angedötscht. Denen fehlt die Festigkeit, den der Borax ihnen gibt, was man unter das Schönen des Kavias versteht. Aber trotzdem. Ich kann es Ihnen nur versprechen, alle vier Sorten sind extrem geil. Extrem geil. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir machen denselben Test wie eben. Wir nehmen also wieder eine Scheibe Brot, tun ein bisschen Crème Fraîche drauf. Und zum Abschluss ein bisschen von dem Osietra Kaviar, würde nicht dasselbe passieren wie eben. Man hätte jetzt im Mund einen Großteil Crème Fraîche, einen Großteil Brot, so gut wie keinen Kaviar. Der Kaviar ist für diese gehaltvollen Beilagen zu mild. Da würde sich der Bayeri besser eignen. Zum Puressen ist der allerdings angenehmer. Also davon hat man einen unglaublichen Nachgreifreflex. Würde am liebsten die ganze Dose sofort aufessen. Und damit kommen wir zur letzten Sorte. Ich hatte anfangs gesagt, der Beluga-Stör hat ein sehr, sehr großes Korn, weil der Beluga-Stör ja auch so groß ist. Es gibt in China einen weiteren Stör, der ähnlich heißt. Der heißt Dauricus. Und dieser Dauricus ist auch ein Verwandter vom
vom Beluga-Stör. Und es gibt in China einen zweiten Stör, der heißt Schrenki. Dieser beiden, Schrenki und Daurikus, haben folgende Situation. Der Schrenki hat ein kleines Korn, das sehr, sehr gehaltvoll und sehr würzig ist. Der Daurikus hat ein großes Korn, was allerdings fast zu mild ist. Jetzt hat man gedacht, wenn wir jetzt die beiden Störe kreuzen, kommt ein großes Korn mit einem würzigen Geschmack raus. Das ist eigentlich das, was die sich gewünscht haben. Und das ist auch zu 90% aufgegangen. Der Stör ist, die Sorte heißt dann Imperial Auslese, diese Kreuzung. Und das ist ein sehr großperliger Kaviar, der sehr, oder sage ich, mittelmäßig würzig ist. Man nimmt diesen Kaviar quasi als Allrounder. Allrounder bedeutet, Sie können den sowohl mit gehaltvollen Beilagen als auch pur essen. Ich mache noch mal eben den Versuch. Und kann genau unterstreichen, was ich eben gesagt habe. Jetzt sind diese ersten vier Sorten von der Firma De Sietra aus Aquakultur Indoor. Das heißt also, die sind nicht wetterabhängig. Man kann jeden Tag Kaviar produzieren, deswegen ist da das Borax auch nicht nötig und deswegen gibt es jeden Kaviar immer mit und ohne Borax. In China, wo der Imperial Auslese herkommt, ist die Anlage außerhalb, also das heißt, die ist jahreszeitenabhängig und die gibt es deswegen auch ausschließlich mit Borax. Und wie gesagt, mich stört Borax überhaupt nicht. Ich mag das eigentlich sogar tatsächlich ganz gerne, besonders im Zusammenspiel mit Crème Fraîche und einer anderen gehaltvollen Beilage. Und ich denke, ich habe schon wieder weit mehr als 10 Millionen Minuten geplappert. Ich würde Sie jetzt bitten, nochmal zu überlegen, ob Kaviar nicht auch was für Ihre Ernährung und Ihre Essgewohnheiten ist, weil ich finde, Kaviar ist die super Delikatesse, die am einfachsten anzuwenden ist. Das heißt also Dose auf, Löffel rein, fertig. Ich bin ein großer Freund von Dosenfutter in dieser Version und ich bin damit auch nicht alleine, denn während der Corona-Krise sind unsere Umsätze mit Gastronomen natürlich dadurch, dass die Gastronomie geschlossen hat, um 80% eingebrochen. Wir haben allerdings leicht erhöhte Umsätze mit Endverbrauchern gehabt und alle Artikel aus unserem Programm, über 16.000 Artikel, sind weniger verkauft worden in der Krise als vor der Krise. Die einzige Ausnahme war der Kaviar, denn die Tatsache, dass Kaviar so einfach zu essen ist und eine dermaßen gute Delikatesse ist, hat natürlich auch dazu geführt, dass die Endverbraucher, die mal wirklich was Leckeres essen wollen, gerne eine Dose Kaviar bestellt haben. Und deswegen war der Kaviar der einzige Artikel in der Corona-Krise, der besser gelaufen ist als vor der Krise. Und alle anderen Artikel aus unserem Portfolio sind wesentlich schlechter gelaufen. Darum auch diese heutige Folge. Ich denke, das ist eine Sache, die doch viele Leute interessiert. Und ich würde mich über Ihre Kommentare oder Ihren Anruf freuen und verbleibe damit für dieses Mal Ihr Ralf Boos.